Ja, genau. Also im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum Altare Gottes will ich treten. Zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Schaff Recht mir, Gott, und führe meine Sache gegen ein unheiliges Volk. Von frevelhaften, falschen Menschen rette mich. Gott, du bist meine Stärke. Warum denn willst du mich verstoßen? Was muss ich traurig gehen, weil mich der Feind bedrängt? Send mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie zu deinem heiligen Berg mich leiten und mich führen in dein Zelt. Dort darf ich zum Altare Gottes treten, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Dann will ich dich mit Harfenspiel lobpreisen. Gott, mein Gott, wie kannst du da noch trauern, meine Seele, wie mich mit Kummer quälen? Vertrau auf Gott, ich darf ihn wieder preisen, er bleibt mein Heiland und mein Gott. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Zum Altare Gottes will ich treten, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Confitio Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Johanni Baptista, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, Quia peccavi nimis cogitatione, Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio preco beatum Mariam semper virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Johannem Baptistam, sanctus apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et te pater, orare pro me ad dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribu ad nobis omnipotens et misericos Dominus. Amen. Gott, wende dich zu uns und gib uns neues Leben. Denn wird dein Volk in dir sich freuen. Ja, halten wir mal kurz an, ja? Ah ja, okay. Ja, mache ich. Moment. Ja, ich habe die hier nicht gefunden bei mir. Moment. Warte. Ja. 460, ja. 5254. Okay. Ja. Ja, genau, jetzt sind wir schon beim Kyrie. Aber das, ich mache jetzt trotzdem so weiter, das holen wir dann wieder ein. Also, Gott, wende dich zu uns und gib uns neues Leben. Dann wird dein Volk in dir sich freuen. Erzeige, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil. Herr,
Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Dominus vobiscum et cum spirito tuo. Lasset uns beten, Herr, wir bitten dich. Nimm unsere Sünden von uns weg und lass uns mit reiner Seele ins Allerheiligste eingehen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, wir bitten dich, durch die Verdienste deiner Heiligen, deren Reliquien hier ruhen, sowie aller Heiligen, verzeih mir gnädig alle Sünden. Amen. Jetzt kommt das Introitus, 14. Sonntag nach Pfingsten. Sieh, Herr, o Gott, du unser Schützer, blick an das Angesicht deines Gesalbten. Weit besser ist ein Tag in deinen Hallen als tausend andere. Wie lieb ist deine Wohnung mir, o Herr, der Himmelsheere. Verlangend nach dem Haus des Herrn verzehrt sich meine Seele. Sieh her, o Gott, du unser Schützer, blick an das Angesicht deines Gesalbten. Weit besser ist ein Tag in deinen Hallen als tausend andere. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Jetzt kommt's Gloria. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede den Menschen, die guten Willens sind. Laudamus te, wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir verherrlichen dich, wir sagen dir Dank ob deiner großen Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott allmächtiger Vater. Herr Jesus Christus, Eingeborener. Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters. Du nimmst hinweg dich unser. Du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Nimm unser Flehen gnädig auf. Du sitzt zur Rechten des Vaters. Erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige. Du allein der Herr. Du allein der Höchste. Jesus Christus. Mit dem Heiligen Geiste in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Lasset uns beten. Wir bitten dich, o Herr, behüte deine Kirche
in seiner Huld, in steter Huld, und weil ohne dich die menschliche Schwäche zusammenbricht, so werde sie durch deinen Beistand immer ferngehalten von dem, was schädlich, und hingeleitet zu dem, was heilsam ist. Zweite Oratio. Das hier ein bisschen umblättern. Wir bitten dich, o Herr, schütze uns vor allen Gefahren des Leibes und der Seele. Und auf die Fürbitte der seligen und glorreichen allzeit jungfräulichen Gottesmutter Maria, sowie des heiligen Josef, deiner heiligen Apostel Petrus und Paulus, und des Heiligen von heute und aller Heiligen, verleihe uns gnädig Heil und Frieden, auf dass deine Kirche nach Überwindung aller Irrtümer, aller Hindernisse und Irrtümer in ungestörter Freiheit dir diene. Dann ist heute die Oktav von Fest Mariae Namen in der Oktav. Das ist die. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, gib es deine Gläubigen, die sich ob des Namens und Schutzes der heiligsten Jungfrau Maria freuen, auf Erden durch ihre mütterliche Fürsprache von allen Übeln befreit werden und im Himmel zu den ewigen Freuden gelangen dürfen. Durch unseren Herrn, der lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lectio Epistole Beati Pauli, Apostoliat Galatas. Brüder, wandelt im Geiste, dann werdet ihr die Gelüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist, den Geist aber wieder das Fleisch. Beide widerstreiten einander. Ihr dürft also nicht alles tun, was ihr wollt. Wenn ihr euch vom Geiste leiten lasset, so steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Bekannt sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinigkeit, Schamlosigkeit, Wollust, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Zank, Eifersucht, Zorn, Hader, Uneinigkeit, Spaltung, Neid, Totschlag, Völlerei, Schwelgerei und dergleichen. Was ich jetzt sage, habe ich schon oft gesagt. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erlangen. Die Früchte des Geistes aber sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Milde, Güte, Langmut, Sanftmut, Treue, Mäßigkeit, Enthaltsamkeit, Keuschheit. Gegen so Geartete richtet sich das Gesetz nicht. Die aber Christus angehören, haben ihr Fleisch samt seinen Lastern und Begierden gekreuzigt. Deo gratias. Besser ist es, auf den Herrn zu bauen als auf Menschen. Besser auf den Herrn zu hoffen als auf Fürsten. Taktus. Hier ist noch eine Watze. Herr, sei deinem Volke nah, das mit den leuchtenden Verdiensten deines heiligen Märtyrers Nikomedes vor dir erscheint. Und lass es durch diesen. Warte mal. Ich komme hier ein bisschen durcheinander. Naja, ist immer nicht so einfach. Das ja. Ja, genau. War schon richtig. Deines heiligen Märtyrers Nikomedes vor dir erscheint und lass es durch dessen Beistand immer da Hilfe finden, damit es deine Barmherzigkeit erlange. Durch unseren Herrn,
der lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Reinige mein Herz und meine Lippen, allmächtiger Gott, wie du einst die Lippen des Propheten Isaias mit glühendem Stein gereinigt hast. Reinige auch mich in deinem gnädigen Erbarmen und lass mich so dein heiliges Evangelium würdig verkünden. Durch Christus unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Kreuzzeichen sequentia sancti evangelii secundum. Matthäum. Gloria tibi Domine. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, darum sage ich euch, seid nicht ängstlich besorgt um euer Leben, was ihr essen, noch für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Betrachtet die Vögel des Himmels. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in Scheunen. Und doch ernährt sie euer himmlischer Vater. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Wer von euch kann mit all seinen Sorgen seiner Leibesgröße auch nur eine Elle hinzufügen? Und was sorgt ihr ängstlich um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, nicht einmal Salomon in all seiner Herrlichkeit war gekleidet wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, also kleidet, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Sorget also nicht ängstlich und saget nicht, was werden wir essen und was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn um all das kümmern sich die Heiden. Euer Vater weiß ja, dass ihr dies alles braucht. Suchet also zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und dies alles wird euch dazu gegeben werden. Gloria tibi Domine, laus tibi Christe. Durch die Worte des Evangeliums mögen getilgt werden unsere Sünden.